So, hallo, wir machen weiter. Bei Things. Und letztes Mal mussten wir nochmal das Rennlevel spielen und haben dann hier das Kletterlevel gespielt. Nintendesi Ruins, wobei ich noch immer nicht weiß, warum es Nintendesi heißt, aber gut. Haben den Mond auch gefunden und jetzt spielen wir Yoshi Breeding Land. Ich bin mal gespannt, was das ist. Vorher speichere ich auf der Overworld zur Sicherheit. So. Okay, da ist schon Yoshi. This is home to where the Yoshis of this land come together to breed. Let's teach them a lesson. Okay, das ist eine gelbe Shell und ich bin kein blauer Yoshi, obwohl ich so aussehe. What? Oh, Musik hier aus, Phoenix Wright. Phoenix Wright. Hä, wie, warte, wie soll, was soll ich hier, hä? Ah, okay, da kommt da einer her, oha. Okay, verstanden. Oh, das wird ein interessantes Level. Huch. Okay. Ja, aber wie springe ich denn, wie mache ich denn jetzt, mit welcher Taste spricht der normal vom Yoshi ab? Moment mal kurz. Ach so, ich springe... Man springt immer normal mit vom Yoshi. Ich bin dumm. Alles gut. Never mind. Hat sich erledigt. Wow! Oh, das könnte ein cooles Level werden. Wenn man ja schon so ein bisschen vorgegeben bekommt, was man tun soll, ne? Das könnte ganz cool werden. Auch wenn es wieder eine angenehme Länge haben sollte und nicht zu lang ist, dann fühle ich das. Oh, Bruder. Okay. Ist das nicht das... Das ist, glaube ich, sogar das Team von den Schwestern, ne? Turnabout Sisters, oder wie es heißt. Ich glaube, es ist das, ja. God dang it! Nein! Okay, ich bin am Anfang immer ein bisschen zu hektisch. So wie jetzt. Ach, komm schon. Ich finde es immer faszinierend, wie man die ersten Male Fehler nicht macht und erst wirklich beim mehrmals dann spielen, macht man plötzlich neue Fehler, die man vorher nicht gemacht hat. Wo man das erste Mal die Situation gesehen hat, hat man die Fehler nicht gemacht. Was ist denn jetzt los? Hat man die Fehler nicht gesehen, aber danach macht man dann plötzlich neue Fehler überall. Oh, ich spring da immer ab. Was mache ich denn? Ich bin wieder tastentechnisch überfordert hier. Yes! No. Okay.
So langsam darf dann danach auch der Midway kommen. Aber ich denke auch, der kommt dann so danach, irgendwo in dem Dreh rum. Bisher war meine Midway-Prediction ziemlich gut. Wow, ich muss vorher abspringen. Okay. Huch. Huch. Ach komm. Ach komm schon. Das hat... Okay, war nicht zu niedrig. Ich dachte, es war zu niedrig. Aber es hat gepasst. Nein! Ja, cool. Ach, Mist. Ich hab da mal eine Frage. Haben die verhindert, dass man glitschen kann? Oder könnte man das Level... Okay, ich muss das ausprobieren. Ich muss was ausprobieren. Ich muss kurz mit selbst jetzt was ausprobieren. Nur ausprobieren. Ich will es nicht nutzen, ich will es nur ausprobieren. Lasst mich. Okay, theoretisch käme er raus. Muss ich nur überlegen, warum ich das am blödsten mache, dann eher in die Richtung am besten, wa? Nein, stopp. Bin noch ein bisschen zu weit weg, nehme ich an. Ja. Okay, jetzt vielleicht. Zu langsam. Zu langsam. Vorhin kam er raus, sonst hätte ich jetzt nämlich fast gedacht, die haben es gepatcht, aber ich habe es ja schon einmal gesehen, dass es geht. Ah, zu langsam, viel zu langsam. Wieder zu langsam. Ich bin immer zu langsam. Gibt's doch nicht. Vorhin, als es geklappt hat, war es halt in die falsche Richtung. Da war die Shell weg. Nein! Oder ist das vielleicht das Ding? Haben die es auf die Art und Weise gepatcht? Dass der so rausschießt? Weil normalerweise schießt er nicht so raus. Oder? Ja, ich kann die nicht ablegen. Der haut einfach... Also, es geht nicht. Der haut ab. Okay, interessant. Gut, dass wir das geklärt haben.
Für die, die nicht wissen, was ich machen wollte, falls sie den Glitch nicht kennen. Wie ihr gesehen habt, kann man dadurch, dass man, wenn man gleichzeitig eine Shell isst und auf sie stampft, kann man die Shell trotzdem kaputt machen und im Mund haben. Und wenn man die dann sofort wieder ausspuckt, ist in der Shell neues Leben entstanden. Dann ist da nämlich ein Koopa drin. Und wenn ein gelber Koopa in eine gelbe Shell geht, beziehungsweise ist egal, glaube ich, es kann jeder Koopa, nee, ich glaube, es muss ein gelber sein, ist egal. Dann wird eine Disco-Shell draus. Und eine Disco-Shell, wenn Yoshi die isst, verleiht Yoshi Flügel. Und hier waren wir noch nicht, scheiße. Okay. Und dann hätte er durchs Level fliegen können. Oh, aber spätestens hier wäre der Feierabend gewesen. Wobei man da drauf landen... Also man könnte da drauf landen, man hätte sogar ein paar Stellen, wo man die Shell... Ach nee, ist ja eine Disco-Shell. Also sie wird auch nur eine gewisse Zeit lang gehen. Ist ja keine blaue Shell, ich kann die nicht wieder ausspucken. Hm. Also ich glaube, ich könnte nur ein bisschen was breaken, wenn es gehen würde, aber es geht nicht mal. Dieses Koopa-Ding schießt einfach sonst wohin. Und ich glaube, das hat es sonst nicht gemacht, aber ich bin mir nicht sicher. Ach Mann, ich Dummkopf. Okay, jetzt wieder Konzentration. War nur ein Versuch. Ich hätte es auch nicht genutzt. Ich wollte nur wissen, ob es geht. Dass ich das manchmal nicht treffe, ne? Das ist so freaking ärgerlich. Oh boy. Gut, dass es kein Koopa war. Nein! Ist doch nicht wahr. Yes! Nice. So. Weiter geht's. Immer wieder schön, einen neuen Abschnitt zu bekommen. Okay. Okay. Wer hat die Eier eigentlich so frech gelegt, dass die sofort sterben kommen, dass sie schlüpfen? Na gut, sie sterben nicht sofort, aber sie würden halt dann hier festsitzen. Ja, das war nicht so gut. Aber sie würden hier ja eh festsitzen, also keine Ahnung. Die armen Yoshis in jeder Hinsicht. Nimm den doch nicht immer! Das war falsch. So. Gut. Okay. Ah! Nee, hat funktioniert. Ich muss mit dem Spin-Shop auf Yoshi landen, dass ich auf der Pflanze weitermachen kann. Dass ich mit Yoshi mit einem von einem, dass ich von Yoshi mit einem Spin-Jump wieder abspringen kann. Deswegen ist da auch die blaue Münze. So. Okay. Oh ja, das,
Das waren ärgerliche Momente. Wie habe ich das vorhin gemacht? Bin ich da nicht auch einfach hochgesprungen, während der gerade... Ah, ich glaube, da ist der gerade geschlüpft. Da habe ich es irgendwie so getan, Mann! So getimt, dass es funktioniert hat. Nimm den doch nicht immer mit. Kerl. Hä? Jetzt. Okay. Gut. Jetzt spinchamp ich hier nämlich noch und hier auch noch eine Runde und dann muss ich da die Scheibe wieder mitnehmen. Okay. So weit, so gut. Wir haben wieder neue Dinge gelernt. Ich habe mich nicht bewegt und bin gestorben. What? Ach, weil ich auf dem Manche draufgefallen bin wahrscheinlich, weil die Dings unter mir weg ist. Die Plattform. Mach doch genau den gleichen Fehler nochmal. Warum nicht? Fehler doppelt machen ist ja so schön. Was habe ich getan? Falsche Reihenfolge. God dang it. Ich lerne es nicht. Nein! Nicht mit einem Spinjump anfangen. Ach komm! Das ist so eine einfache Stelle. Ich mag das nicht, wenn ich mich an einfachen Stellen anstelle und dabei Zeit verschwende. Die ist so simpel, die Stelle. Jetzt hat er die Beere gegessen und mich abgelenkt. Ist doch nicht die verglitschten Beeren, die übrig bleiben. Mann. Sehr schön. Okay, das musste ich nicht. Da muss man erstmal drauf. Da muss man erstmal hinkommen, um das zu begreifen, wie es da weitergeht. Aber gut zu wissen, wie es da weitergeht. Nein, ich hab's geahnt. Ach Mann, wie oft will ich das denn jetzt noch machen? Yoshi wird nicht mitge... Oh, ich... War gedanklich schon beim zweiten Yoshi. Gut. Gut. Okay. Aber es kriegen wir hin. Und dann weiß ich halt wieder nicht, was als nächstes kommt. Ja, man muss sich halt wirklich schrittweise hier ernähren. Ach Mensch. Immer so häppchenweise. Immer ein Stückchen essen und dann erstmal wieder Pause. Und dann wird das nächste Stückchen gegessen. Weil eigentlich ist es keine Pause. Eigentlich ist es... Ja, okay, der Vergleich mit dem Essen ist einfach scheiße. So. Komm schon! Nein, viel zu...
Nein, ich hab's genau gespürt, dass es nicht hinhaut. Ich bin nicht auf Yoshi gelandet. Ist das mein Scheißernst? Okay. What passiert da denn alles? Ich nehme an, ich muss den unsichtbaren Block aufmachen. Dann muss ich warten, bis das Ding da oben runterzieht. Muss aber dann schnell weiter, weil da so ein Viech runterfällt. Also wir haben schon mal viel gesehen, aber vielleicht noch nicht alles verstanden. So. Ja, und dann aber mit einem normalen Sprung weiter. Okay. Gut, gut. Soweit ist doch alles noch im Rahmen des Machbaren. Zu bald! Okay, man kann da auch zu bald hin. Ah. Also ein Ticken warten auf dem Block. Ein Ticken warten. Und dann. Und dann aber go. So, aber jetzt läuft der Anfang hier. Wow. Auf die Nerven. So. Bisschen niedriger wieder, oh Gott. Oh shit, oh shit, oh shit. Ja, das jetzt habe ich. Jetzt war ich gedanklich bei der nächsten Stelle. Ah, wir haben ein kleines bisschen Progress gemacht, aber nicht viel. Leider nicht viel. Wohin? Okay. Nein. Scheiße. Da drüben das Ziel. Oh Gott, und der Sprung am Schluss nochmal. Yo, wie mache ich den Sprung am Schluss?
meine, gut, dass wir gestorben sind, weil wir müssen uns in den Mond krallen, aber... Jo, wie mache ich den Sprung am Schluss? Ist es einfach ein knapper Sprung, so... Und das war's, oder gibt's einen Trick? Oh Gott, der Sprung am Schluss ist ja richtig fies. Der Sprung am Schluss ist fies. Oh, sowas muss doch nicht sein. Aber erstmal an den Mond kommen. Nein, ich wusste, ich bin zu bald. Erstmal an den Mond kommen. Mist. Nein! Ach Gott. Ach Gott. Hä? Falsche Taste oder was? Ja, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ups. Ich habe die Sprungtaste gedrückt, aber nicht die Absprungtaste. Natürlich dumm gewesen. Nein, was? Ich dachte, ich treffe das. Ich hätte schwören können, dass ich es treffe. Wo kommt das Fest her? Was wollte ich mit dem Fest sagen? Keine Ahnung. Ich habe fest damit gerechnet. Ah, das habe ich vermischt. Jetzt passt's. Jetzt ergibt alles schon wieder Sinn. Ach man, Yoshi. Oh, die Konzentration lässt nach. Die Konzentration lässt nach. Das ist nicht gut. Ich merke es. Ich spüre es in meinem Kopf. Ist ja noch nie passiert. Weiteres Indiz dafür, dass die Konzentration nachlässt. So. Nein, ich habe vergessen, wie es weiterging. Ach, scheiße. Ah!
Mann. Ich will doch nur wieder nach hinten kommen. So. Oh Gott, ich kann Yoshi damit reinnehmen. Oh ja, natürlich. Das erklärt den finalen Sprung. Halt, stopp! Es hieß ja, man sollte das Gold Tape mitnehmen. Es gibt Sterne! Okay, Kommando zurück. Es gibt nämlich nicht so oft ein Gold Tape. Oft ist ja nur ein Goal Orb da. Oh Mist, dann müssen wir das sammeln. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon öfter mitgenommen habe, aber okay. Dann müssen wir das sammeln. Gut. Und ja, wir haben wieder eine... Yoshi Playtime? Oh, hier hat sich ein neues Level aufgebaut. Okay, interesting. Wir haben wieder einen neuen Mond, das heißt, wir können nochmal in den Mond gehen. Komm, wir gehen oben rum. Okay, geht nicht. Schwieriger Mannschaftssprung. So, okay. I would write these down. Ja, gut, bisher gibt es jetzt nichts zum Downwriten. Also, die meisten Sachen habe ich ja, war jetzt ja nichts Schlimmes bisher. Okay. Gut. Nee, stopp. Ist jetzt Yoshis Playtime ein extra Level? Weil das hat kein... Das hat ein Fragezeichen. Kann ich mich hier... Wait a moment. Kann ich mir hier einen Yoshi holen? Einfach for free? Minigame! This level does not have an exit or a moon. However, if you score 50 Yoshi play points, a door will appear for you. Okay. Was muss ich tun? Ach du Schande, was? Woher weiß ich denn, wo die waren die anderen an? Ja, genau, woher weiß ich denn, wann das kommt? Das muss mir ja auswendig lernen. Das wird ja nirgends angezeigt, wo die herkommen. Doch, es sind Pfeile, das sind Pfeile. Oh mein Gott, 50! Scheiße. Oh mein Gott. 50 soll man schaffen. Scheiße. Okay. Bruder. Ups. Oh Gott.
Ach, zu hoch. Nein, der Anfang immer. Jetzt mache ich den Quatsch. Seit wann mache ich das denn? Nein! Gott, keine Ahnung, wie man da 50 schaffen soll. Das kann ja nur schlimmer werden. Also das wäre dann vielleicht schon mal was für... Ach, nee. Wenn 20 cool, wenn ich es ohne Stage schaffe. Nein, der war zu hoch. Oh, dass das zu hoch sein kann, ist echt kritisch. Ist ja schon schwer genug, die zu treffen. Und wenn es dann noch zu hoch ist und nicht zählt, das ist... Ah, das ist echt ärgerlich. Nein, okay. Aber wir hatten fast 20, ne? What? Okay, alle 10 Level wird irgendwas, passiert irgendwas. Also, das erste Mal kamen Dings dazu und jetzt kommt Lava, aber was... Was soll ich denn dann machen? Ey, dann ist es einfach noch knapper. Och, nee. Nee, ich denke, wir haben erstmal weit genug gespielt. Wir waren ganz gut. So. Können wir mal anders nochmal probieren? Aber da werde ich wohl nicht normal. Ich meine, es hieß ja schon, es gibt kein Dings und so. Wahrscheinlich gibt es irgendein Secret, aber halt nichts. Nichts Relevantes. Okay. Dann gibt es nächstes Mal ein Level mit Secret Exit, Dissension. Danke fürs Zuschauen und tschüss.